Wir sehen doch, dass Deutschland auf dem absteigenden Ast ist. Wir sehen eine Insolvenzwelle, die uns jetzt schon droht, und auch natürlich die Deindustrialisierung. Wir sehen Krisen in unglaublichem Maße. Wir sehen die Inflation, wir sehen die Rezession, wir sehen Energiekrise und jetzt auch noch Politiker, die völlig überfordert sind und von einer Krise zur nächsten hecheln und wirklich keine Krise lösen. Ganz im Gegenteil, teilweise sogar verschlimmern durch ihre Aktionen. Und natürlich belasten uns Bürger die Energie- und Strompreise immens, aber natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Und die deutsche Wirtschaft ist am Klagen und warnt vor einer Insolvenzwelle und warnt vor einer Deindustrialisierung. Wir haben BASF gesehen, die gesagt haben, sie werden nicht mehr in Europa investieren. Das ist ein Alarmsignal, weil BASF ist einer der Hauptarbeitgeber in Deutschland. Extrem wichtig. Und wir sehen, dass immer mehr Unternehmen überlegen, abzuwandern, ihre Produktion zu verlagern, um günstige Energie zu haben, um eine Versorgungssicherheit zu haben und vor allem eine Planbarkeit, weil die fehlt. Weil wir haben eine Politik, die jeden Tag eine andere Idee hat. Und wir sehen ja, dass die Sanktionen uns massiv schaden. Und deswegen versuchen jetzt die ersten Unternehmen, ins Ausland zu gehen beziehungsweise ihre Produktion zu verlagern, gehen in Kurzarbeit. Und parallel natürlich gibt es auch viele Unternehmen, die jetzt in die Insolvenz gehen müssen, weil sie die Energie- und Strompreise nicht mehr bezahlen können. Und jetzt muss die Politik unbedingt aktiv werden, bevor hier auch unser sozialer Frieden und nicht nur unser Wohlstand auf dem Spiel stehen, weil die Menschen werden auf die Straße gehen, darüber wird nachher mit Herrn Patzel reden, aber tatsächlich ist es so, dass es jetzt um die Existenz, um die Zukunft Deutschlands geht und da gibt es verschiedene Sachen, die man jetzt angehen muss. Also natürlich muss die Politik handeln, stimme ich Ihnen vollkommen zu, aber warum wollen Sie jetzt an die Sanktionen gegen Russland ran? Das halte ich für einen schweren Fehler. Also wollen Sie jetzt im Ernst sagen, jawohl, wir beziehen wieder mehr Gas aus, wir machen Nord Stream 2, ist jetzt ja eh in die Luft gesprengt und so, aber das kann ja eigentlich nicht ernst sein. Also was soll der Westen jetzt einfach zuschauen, wie Russland, wie Putin in der Ukraine Zivilisten regelrecht, da muss man ja sagen, abschlachtet? Das kann nicht sein. Wirtschaftssanktionen sind ein starkes Instrument, das wir sozusagen gewaltfrei einsetzen können gegen Diktator Wladimir Putin. Und das sollten wir unbedingt auch tun, auch wenn es uns möglicherweise in bestimmtem Maße auch schadet. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das entscheidet. Es schadet, Herr Reis, es schadet uns mehr nachweislich als Russland. Putin hat noch nie mehr Geld verdient mit seinen Exporten von Öl und Gas wie aktuell. Gazprom hat einen Rekordgewinn verbucht. Also der Rubel rollt, muss man tatsächlich leider sagen. Und wir leiden darunter. Wir sehen, dass die deutsche Industrie immer mehr ächzt und dass sie auch schon versuchen, ins Ausland abzuwandern. Das ist eine große Gefahr. Wenn wir keinen Wohlstand mehr haben, dann können wir auch die Ukraine nicht unterstützen. Wir können nicht die grüne Transformation vorantreiben. Wir können kein Bürgergeld implementieren. Das muss uns allen klar sein. Und die Sanktionen zu beenden ist nur ein Punkt, den ich kritisiere, es sind ja viele weitere Punkte. Wir müssen jetzt die Ideologie ad acta legen, weil wir hatten jetzt jahrelang eigentlich eine Art verblendeten Dogmatismus in der Politik. Also Atomausstieg, eine völlig überhastete Energiewende, die definitiv gescheitert ist, ein Trümmerhaufen, ist die Bankrotterklärung schlechthin, die wir gerade erleben. Sondern dass wir jetzt den Pragmatismus und den Schutz der Bürger und der Bevölkerung und des sozialen Friedens über diese Ideologien stellen. Dass wir jetzt sagen, wir müssen einfach neue Wege beschreiten. Die Atomenergie, die ist nicht nur emissionslos und grün geadelt von der EU, nein, die ist auch hocheffizient. Ideologie ad acta gehe ich mit, aber trotzdem gegen Putin sollten wir tun, was immer wir können. Das halte ich für richtig, dass wir lieber auf LNG-Gas setzen, von mir auch sogar auf Fracking-Gas und so weiter, aber nicht Putin jetzt auch das Geld in die Kassen spülen, damit er diesen Wahnsinn... Das passiert sowieso, weil wir kaufen das Gas und das Öl von Putin trotzdem halt über Drittländer, wie zum Beispiel über China. Das ist ja völlig absurd. Aber wir können lange drüber reden. Fakt ist, ich glaube nicht, dass Waffenlieferungen einen Krieg beenden und Sanktionen kann man drüber reden. Ich glaube nur, die Sanktionen haben uns mehr geschadet der westlichen Welt, als sie Russland geschadet haben. Und das sehe ich einfach, weil Zahlen anschaue, sehe ich einfach Rekordsteuereinnahmen, Rekordumsätze mit Öl, Gas und anderen Rohstoffen, die Russland gerade verbucht und dann auch 1:1 wieder in die Kriegswirtschaft finanzieren kann. Das ist ja das reinste Paradies Russland, was Sie da beschreiben. Das höre ich also deutlich anders. Also ich rede über die Zahlen. Schauen Sie die Zahlen an von Gazprom. Nein. Schauen Sie die 158 Milliarden im zweiten Quartal. Aber dass die russische Wirtschaft getroffen wurde von den Sanktionen, natürlich. Das stimmt. Also das ist definitiv ein Fakt. Es ist ja nicht so, als hätte die russische Wirtschaft, der ging es jetzt besser als vor den Sanktionen. Das stimmt nicht. Wir wurden selbstverständlich auch getroffen, aber da gehe ich hier auch mit, dass die russische Wirtschaft natürlich schon leidet. Und es gibt auch Experten, die sagen, es wird länger dauern, bis die in Gänze wirken, die Sanktionen. Aber die Frage an Herrn Patzelt, die ich noch sehr, sehr spannend finde, ist natürlich die Deindustrialisierung Deutschlands. Kommt es jetzt wirklich nur durch die Sanktionen? Ist es nicht schon ein viel längeres Vorspiel? Hat es jetzt wirklich nur der Ukraine-Krieg ausgelöst, dass wir eigentlich als Wirtschaft immer schwächer werden? Das Problem ist, dass hier viele Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen der Vergangenheit zusammenkommen. Obendrauf gibt es die extreme Verteuerung der Energiepreise, die nun Aluminium und Hersteller, chemische Industrie. Aber wir waren ja noch nie günstig, was Energie betrifft in Deutschland. Doch, wir waren
bei den Energiepreisen ein sehr wettbewerbsfähiges Land, wozu nicht zuletzt unsere Atomkraftwerke beim Strom und eben auch das billige Gas aus Russland beigetragen hat. Und beides ist nun durch politische Entscheidungen unterbunden. Weder gibt es billiges Gas aus Russland, noch wollen wir Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Aber es kommen noch weitere Entscheidungen oder Fehlentwicklungen dazu. Es ist zum einen die schon auf die späten 60er, frühen 70er Jahre zurückgehende Vorstellung, dass im Grunde die Industrie es ist, die unser Leben bedroht. Wir haben einen zu großen ökologischen Fußabdruck, wir machen zu viele Emissionen. Es ist die Industrie, die sozusagen viel an Lebensqualität verhindert. Da kommen deutsche romantische Vorstellungen von Wald, Luft, Wiese, alles grün. Die Sonnenblume ist ja nicht umsonst ein so ikonisches Zeichen der Grünen geworden. Wir wollen zurück zur Natur. Die rauchenden Schlote dürfen nicht mehr sein. Der blaue Himmel über dem Ruhrgebiet ist Gott sei Dank inzwischen erreicht. Aber jetzt müssen wir die Restbestände an der Industrie beseitigen. Das ist es aber auch noch nicht. Ganz wesentlich ist das Ausbildungssystem. Industrie können Sie nur dann betreiben, wenn Sie Facharbeiter haben. Mhm. Facharbeiter brauchen Verlässlichkeit, Ausdauer. Aber unser Ausbildungssystem in Deutschland war ja eigentlich lange Jahre von vielen Ländern auch beneidet. Also das Ausbildungssystem in Deutschland war ja wirklich einzigartig. Ja, Sie sprechen in der Vergangenheitsform. Aber wenn Sie sich ansehen, was die etlichen Bildungsreformen in Deutschland... Wir haben gerade 28% Abbrecherquote bei den Ausbildungen in Deutschland. Eben, Abbrecherquoten, Senkung des Bildungsniveaus. Bei Rechtschreibung will ich gar nicht reden, wie es aussieht. Kopfrechnung in Malerberufen vielleicht nicht ganz unnötig, um auszurechnen, wie viele Farbe man für welche Quadratmeterzahl braucht, können einem auch Schreckensgeschichte erzählt werden. Und im Bildungssystem haben wir die Vorstellung durchgesetzt, dass eigentlich der Mensch erst ab dem Akademiker beginnt. Das heißt, Facharbeiter oder gar Zuarbeiter, das kommt nicht in Frage. Und wenn Sie dann auch noch den Lohndruck und den Abgabendruck und den Bürokratiedruck auf die Unternehmen zu erhöhen, wie das in Deutschland der Fall ist, dann haben Sie sozusagen das gesamte Horrorszenario beisammen. Damit haben Sie ja die falsche Anspruchshaltung angesprochen. Jeder muss studieren, Ausbildung ist nichts mehr wert. Aber Frau Schüler, ich würde Sie gerne mal fragen, ist es vielleicht auch so, zu viel Gender Studies, zu wenig Ingenieurwesen, zu viel Gender Studies? Ja, ich glaube, dass das Thema Naturwissenschaften und Mathematik in Deutschland einfach total unterbewertet wird. Es ist hier bei uns immer noch schick, sagen zu können, in Mathe war ich immer schlecht oder mit Statistik kann ich nichts anfangen. Ja. Und das führt mit dazu, dass wir die Digitalisierung in Deutschland einfach verschlafen. Und ich finde den ganz wichtigen Punkt, Digitalisierung, Datenwissenschaften heißt nicht nur Akademiker. Was wir nicht geschafft haben, ist in unser Ausbildungssystem genügend neue Berufe einzuführen, die sich mit Daten und Digitalisierung auseinandersetzen. Denn es braucht nicht nur studierte Datenwissenschaftler, um mit dem Thema Digitalisierung und Daten umzugehen und hier die Wirtschaft voranzubringen ins 21. Jahrhundert, sondern wir brauchen da auch sehr, sehr viele Fachkräfte. Dafür haben wir aber keine entsprechenden Ausbildungsberufe. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange es dauert, einen neuen Ausbildungsberuf bei der IHK einzuführen, da können wir mal locker mit 5 Jahren rechnen, ja? Und dann, ich meine, dann ist die Technologie schon wieder veraltet. Ja, dann brauchen wir eigentlich schon wieder den nächsten. Und das haben wir total verschlafen. Und da müssen wir wirklich auch dieses System, wie schaffen, wie halten wir eigentlich Schritt mit der Entwicklung neuer Technologien und passen unser Bildungssystem entsprechend an. Diesen Schritt, den müssen wir auch schaffen. Heute kam auch noch eine andere Studie raus, und zwar, es wird jedem 5. Kind in Deutschland nicht mehr vorgelesen. Also jedes 5. Kind in Deutschland kommt nicht mehr in den Genuss, dass ihm vorgelesen wird. Anhand der Zahl, Sebastian Geißler, sind vielleicht auch die Eltern damit schon in der Erziehung schuld, dass Deutschland immer weiter abdriftet. Gabor Steingart hat mal das Buch schon früh geschrieben, Abstieg eines Superstars. Ach, es gibt ganz viele Faktoren. Also wenn man allein bedenkt, wenn Menschen ständig, junge Menschen am Internet hängen, am Handy, Instagram, die Aufmerksamkeitsspanne, die immer geringer wird, immer nur für irgendwelche kleinen Schnipselchen nur noch reicht, das ist, glaube ich, sehr schädlich. Akademisierungswahn, gehe ich voll mit. Also warum ist das notwendig? Wir hatten ein sehr gutes Ausbildungssystem in Deutschland. Ich würde sagen, ein Meisterbrief ist eigentlich mehr wert als als zahlreiche Masterabschlüsse. Ich würde sagen, als ein Bachelor. Ja. Oder so. Handwerk hat goldenen Boden. Ja. Das sehen wir jetzt. Jetzt haben wir den Fachkräftemangel. Wir produzieren im Grunde eher arbeitslose Akademiker vielfach. Es kann nicht jeder Genderbeauftragte werden, Gott sei Dank. Handwerker verdienen auch meistens mehr. Handwerker verdienen gutes Geld, wenn sie am Ende vielleicht sogar einen eigenen Betrieb haben und so weiter, schaffen selbst Arbeitsplätze. Das ist was, damit kann man durchaus ein gutes Auskommen haben. Ich würde sogar fast sagen, manche können reich werden damit. Das ist eigentlich sehr attraktiv. Wir sollten das attraktiver machen und die Menschen auch besser ausbilden und nicht Leute in solche Orchideenfächer an der Uni schicken, Gender Studies und so einen Unsinn. Aber die werden sich durch die kommende Krise auf jeden Fall auflösen, weil ich glaube tatsächlich, dass Deutschland vor der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steht.
steht. Durch die Insolvenzwelle, die droht, durch die Deindustrialisierung, durch die Unternehmen. Und der Mensch lernt ja meistens durch Scheitern. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ne? Die Menschheit ist seit jeher eigentlich geprägt durch Krisen. Und Krisen bringen einen weiter, wenn wir unsere eigene Biografie schauen. Man hat immer den größten Lerneffekt. Die erste 5 in Mathe bei Ihnen. Ne? Oder die erste enttäuschte Liebe und so weiter. Das heißt, anscheinend, ja, wir müssen wahrscheinlich erst scheitern, bevor wir dann wirklich neue Wege einschlagen. Und es ist nicht einfach, weil jetzt muss man ja diese Ideologie teilweise über Bord werfen. Wir müssen ja neue Wege beschreiten. Vielleicht müssen wir über Fracking reden. Vielleicht müssen wir über Kohleabbau wieder reden, den wir erst zuvor mit Milliarden an Subventionen beerdigt haben. Also wir müssen ja die Energieversorgung sicherstellen, weil wir sind ein energieintensives Land. Wir haben Wirtschaft wie Papier, Glas, Metall, Automobilbau. Die brauchen Energie und die muss auch günstig und wettbewerbsfähig sein. Ansonsten müssen wir dem Wohlstand einfach ade winken und dann kann man das Bürgergeld auch gleich ad acta legen, weil dann ist ja Ende Gelände.